Und dennoch haben sich 22 Staffeln am Start versammelt. Gleich geht's also los zum nächsten Staffelrennen. Das Programm identisch mit dem in der letzten Woche in Oberhof. Das Wetter, wie es heute und jetzt ausschaut, wohl auch. In den letzten Tagen war es hier richtig schön. Gestern haben sie alle um die Wette gestrahlt, haben gesagt, endlich mal schönes Biathlon-Wetter. Aber das ist schon wieder Vergangenheit. Gegenwart ist jetzt Italien, eine der aussichtsreichen Staffeln. Einmal auf Platz 4, einmal auf Platz 5 in diesem Winter gelandet mit der Startläuferin, mit Dorothea Wierer. Und wir sehen die deutsche Staffel, Franziska Preuß, jetzt also auf die Startposition gerückt. Zuletzt in Oberhof war sie als Schlussläuferin unterwegs. Und ich glaube, die deutschen Damen haben heute sehr, sehr gute Aussichten, am Ende ganz vorn mit einzukommen. Weißrussland mit Nadjezda Skardino und Daria Domracheva, den beiden Besten, auf 1 und 4. Einmal Zweite, einmal Dritte in diesem Winter. Und das sind die frisch gebackenen Siegerinnen von Oberhof aus der letzten Woche. Never change a winning team. Genau in derselben Aufstellung wie in Oberhof. Also das Team aus Tschechien mit Eva Puskarčíková als Startläuferin. Und Sie sehen die neue in diesem Winter immer noch ein bisschen ungewohnte Startaufstellung. Also nicht mehr 10 nebeneinander und zunächst einmal in den klassisch gespurten Loipen, sondern 3 nebeneinander und es geht sofort los im Skatingstil. Rechts Franziska Preuß. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mitbekommen, was hier los ist auf der Tribüne, die trotz des Dauerregens und des einsetzenden Schneefalls hier richtig gut besetzt ist. Franziska Preuß versucht hier von Beginn an, sich an die Spitze des Feldes zu setzen. Wenn Sie aufmerksame Ruhpolding-Zuschauer sind und waren auch in den letzten Jahren, dann wissen Sie, jetzt geht es normalerweise hinter der Scheibenanlage links in das sogenannte Omega, heute aber nicht. Auch das gehört zum etwas veränderten Streckenrhythmus hier in Ruhpolding. Das Omega wird weggelassen und es geht gleich rechts herum. Noch einmal dieser Start. Links vorn Tschechien, in der Mitte Weißrussland und rechts vorn, das ist Franziska Preuß. Die Staffeln haben die heutigen Nummern bekommen, entsprechend der Platzierung in den beiden bisher ausgetragenen Rennen dieses Winters. Da waren die Deutschen einmal Erste, einmal Zehnte. Macht in einem Gesamtwertung Rang 3. Also. Vorn jetzt rechts mit der 4, das ist die französische Startläuferin, das ist Marine Bollier. Und vorn mit der 1, das ist Eva Puskarčíková. Lief vor einer Woche in Oberhof zum ersten Mal als Startläuferin einer tschechischen Staffel. Und am Ende gab es zum ersten Mal einen tschechischen Staffelsieg. Da waren sie komplett aus dem Häuschen. Nicht ganz unerwartet, denn die Summe der Einzelleistungen spielt bekanntlich auch bei Staffelrennen eine ziemlich große Rolle. Und Sokolova und Vítková sind momentan in bestechender Form. Wirklich Herausragendes haben die freiwilligen Helfer geleistet in den letzten Tagen und Stunden. Haben die Strecken hier wirklich ausgezeichnet präpariert. Es sind hier 800 freiwillige ehrenamtliche Helfer, eigentlich permanent im Einsatz. Dazu kommen immer noch mal welche vom Deutschen Roten Kreuz oder anderen Organisationen, die noch mal on top gerechnet werden. So, Position 5 im Moment für Franziska Preuß. Vorneweg die junge Tschechin, die zu Saisonbeginn in Östersund ihre besten Weltcup-Platzierungen überhaupt eingefahren hat. Da war sie zweimal 17. Das ist also in etwa das Niveau, auf dem sie sich bewegt. Aber als Startläuferin vor einer Woche hat sie eine richtig gute Figur gemacht. Dann die Französin Marine Bollier. Die Französinnen heute ohne Anaïs Bescon, die ein bisschen schwächelt, die ein bisschen Schonung bekommt und sich ganz auf die Einzelrennen hier in Ruhpolding konzentrieren soll. Auch ein paar andere Staffeln heute ohne ihre Stärksten. Bei Finnland ist das Kaisa Mäkäräinen, bei Kanada Rosanna Crawford. Ansonsten die meisten Staffeln in ihrer Top-Besetzung. Russland musste kurz vor dem Start heute ungewollt noch einen Wechsel vornehmen.
Schlussläuferin Ekaterina Glasirina ist krank geworden, dafür Galina Netschkasowa. Ist eine Schwächung für die Staffel Russlands, die durchaus zu den Mitfavoriten des heutigen Tages gezählt werden muss. Somit der 21 hat sich jetzt die zweite richtig starke Finnin des Winters nach vorn gemogelt, Mari Laukkanen, die zweimal auf sich aufmerksam gemacht hat in ihrer bisherigen Karriere. Zum einen im letzten Jahr in ihrer Heimat in Kontiolahti, als sie Sprint-Dritte wurde, zum ersten Mal in ihrem Leben aufs Podium lief. Und zum zweiten vor einer Woche in Oberhof. Da brillierte sie mit einem tollen fünften Platz im Sprint. Finnland, also wie eben erwähnt, ohne Kaisa Mäkäräinen, wird am Ende ganz bestimmt nicht auf diesem vorderen, auf diesem ersten Platz zu finden sein. Kaisa Mäkäräinen, die Weltcup-Führende, hat von den Trainern ebenfalls eine kleine Auszeit bekommen. Laukkanen und Mäkäräinen momentan die einzigen beiden von echtem Weltklasse-Format im Team Finnlands. Studentin aus Vuokatti ist Mari Laukkanen, ist 26 Jahre alt und führt das Feld an. Und hier bekommen wir mal einen guten Eindruck in die Strecken von Ruppolding, die überall sehr, sehr breit sind, wirklich von Zuschauern gesäumt, auch angesichts des schlechten Wetters und des reinziehenden Nebels. Es ist frappierend, wie viele den Weg hier rausgefunden haben. Die offizielle Zahl lautet 11.000. So, Norwegen hat sich auf den dritten Platz nach vorn geschoben. Die Französin ein bisschen zurückgefallen hinter Franziska Preuß, die immer noch an fünfter Position läuft. So, es ist jetzt dieser neue kleine Schlenker, den die Athletinnen laufen müssen. Vielleicht erinnern sie sich noch an die sogenannte Fischer-Schikane oder an das Fischer-S. Da kam man aus dem letzten Berg mit mächtig Schmackes in diese S-Kurve. Es gab den einen oder anderen Sturz im Sinne der Athleten und im Sinne der Trainer. Wie es in den letzten Tagen zu hören war, haben die Veranstalter die Strecke etwas verändert. Jetzt muss man deutlich mehr arbeiten. Der Puls also höher als bislang, wenn man hier aus einer rasenden Abfahrt zum Schießstand kam. Macht das Ganze hier noch ein bisschen schwieriger zu schießen. Vorher war das Hauptproblem die Konzentration. Man musste einen vermeintlich leichten Schießstand dennoch mit hoher Konzentration anfahren und dann auch so schießen. Jetzt muss ein bisschen mehr gerackert werden, kann man sich nicht ausruhen, den Ski nicht einfach laufen lassen, bis man seine Schießbahn gefunden hat. Die Schießbahnen beim ersten Schießen, beim Massenstart ist das so und bei der Staffel ist es auch so, entsprechend der Startnummer wird Platz genommen. Auf der 1 also Tschechien, die 2 für Frankreich, die 3 dann für Deutschland und Franziska Preuß. Sehr schnell begonnen, Megan Heinicke mit einer super Serie bis hierher und mit 5 Treffern. Auch Franziska Preuß, klasse im Rhythmus. Genau deshalb haben sie hier vorn hingesetzt, weil sie eine der schnellsten überhaupt am Schießstand ist, weil sie in der Lage ist, die anderen unter Druck zu setzen und vielleicht die eine oder andere Lücke zu reißen. Scardino ebenfalls fertig mit dem Schießen. Viele Fehler bei Dorothea Vira, der Italienerin. Da gibt es gleich mal eine Strafrunde und das ist die erste dicke Überraschung des heutigen Tages. Auch Frankreich und Norwegen hier mit großen Problemen beim ersten Schießen. Also die Französinnen müssen noch zittern, müssen beide Scheiben jetzt mit den nächsten beiden Schüssen treffen. Die norwegische Startläuferin Marte Olsbu hat die Strafrunde gerade so verhindert. Das
Das ist Marine Bollier für Frankreich. Auch sie springt da gerade noch mal von der Schippe. Ein rotes Trikot leuchtet in der Strafrunde. Einsam und allein, das ist das der Italienerin Dorothea Vira, die in den letzten Wochen so stark war. Im Weltcup momentan auf Rang 4, schon dreimal auf dem Podium gewesen und dann dieses Malheur. Die führende und beste und schnellste Schützin Eva Puskarčíková aus der Tschechischen Republik. Hier nochmal die Serie von Franziska Preuß, die wirklich unglaublich schnell geschossen hat, die ein bisschen verhaltener begonnen hat. Etwas später als Puskarčíková oder Megan Heinicke. Das ist der Überblick nach dem ersten Schießen. Tschechien, Kanada und Deutschland nur durch den Hauch einer guten Sekunde getrennt. Ja, in Italien auf Platz 20 momentan mit einem Rückstand von 1,28,8. Das ist eine Hypothek, die wird schwer oder gar nicht mehr loszuwerden sein im Verlauf des heutigen Rennens. So, die Nummer 1 ist auch die Nummer 1 im Rennen. Eva Puskarčíková, die 24-jährige Tschechin, die auch vor einem Jahr in Sochi mit eingesetzt war im Staffelteam der tschechischen Mannschaft. Am Ende knapp an einer Medaille vorbeigelaufen war mit Rang 4. Auch da übrigens war Franziska Preuß Startläuferin in jenem vermaledeiten Staffelrennen. Sie werden sich sicherlich noch erinnern. Sturz von Franziska Preuß gleich nach dem Start. Dann Schnee im Diopter. Das erste Schießen ging in die Grütze. Am Ende war es Rang 11 für Deutschland. Und eine der diversen Enttäuschungen in den Olympischen Biathlon. In diesem Winter aber eine ganz, ganz andere Franziska Preuß, die sich wirklich unglaublich stark präsentiert. Beispiel dafür die Rennen in der letzten Woche in Oberhof, als sie Vierte und Sechste wurde im Sprint und im Massenstart. Hat sich festgesetzt in der Weltspitze, wird läuferisch immer besser, hat nochmal an Kraft und Koordination gearbeitet vor der Saison. Gemeinsam mit ihm hier, mit ihrem Heimtrainer, mit Tobias Reiter. So, hier klafft dann schon eine kleine Lücke zu den Nächsten. Die Bulgarin Jordanova haben wir da gerade durchs Bild huschen sehen. Und sie tun sich alle schwer bei diesen steilen Anstiegen hier in Ruhpolding. Der Schießplatzberg und die Wand. Wir müssen einmal hin und einmal zurück bewältigt werden. Und das zehrt ganz schön. So, auf Platz 13, das ist hier Megan Heinicke, die Kanadierinnen, trainiert von Matthias Ahrens, einem gebürtigen Bayern, der schon seit über 20 Jahren in Kanada in Kenmore ist und sich um das Training der Biathletinnen jetzt auch schon seit 9 Jahren kümmert. Die müssen heute leider auf Rosanna Crawford verzichten, auf ihre Stärkste, die ist krank geworden. Tschechien, Kanada mit der 13, die 3, das ist Franziska Preuß. Dahinter haben sie die Lücken jetzt geschlossen, Nadjezhda Skardino aus Weißrussland. Marie Laukanen für Finnland und die Polin Monika Heunisch versucht, näher heranzukommen. So, starke Attacke jetzt. Franziska Preuß übernimmt auf ihren Heimstrecken das Kommando, zeigt den anderen, wer hier Chef im Haus ist. Ist nach wie vor erst 20 Jahre jung, die jüngste im deutschen Team vom SC Haag. Seit 2012 wohnt und trainiert sie hier in Ruhpolding und wird schon seit mittlerweile über 4 Jahren von Tobias Reiter auch am Stützpunkt trainiert, was sie für einen riesigen Vorteil hält. Der weiß ganz genau, wie er mich ansprechen muss, was die Lücken sind in meiner Trainingsarbeit, wo ich die größten Schwächen habe. Und das macht sie hier schon taktisch clever, wie eine ganz ausgebuffte, wie eine erfahrene. Macht die Innenbahn zu, drosselt das Tempo, je nach Belieben, je wie es ihr gerade in den Kram passt. Also diese 5 haben sich hier ein bisschen abgesetzt, wie eben erwähnt, von hinten Finnland, Weißrussland, Kanada, Tschechien und Deutschland.
Das ist Gerald Hönig, das Gegenstück von Tobias Reiter, über 20 Jahre erfahrener. Die beiden ein absolutes Dreamteam. Seit dem Sommer kümmern sie sich gemeinsam um die Belange der deutschen Frauenmannschaft. Und durchpusten, Kraft sammeln vor dem nächsten steilen Anstieg. Der jetzt kommt in Form des zweiten Schießens. Stehend Anschlag. Franziska Preuß immer noch vor Eva Puskarczykowa. Dann Megan Heinecke, die als schnellste begann beim Liegenschießen. Dann die Weißrussin Skardino, sehr, sehr beständig in diesem Winter und eine sehr gute Schützin. Und Marie Laukanen nimmt jetzt auf der 5. Bahn Platz. Steht Anschlag, 50 Meter Scheibenentfernung, 11,5 Zentimeter im Durchmesser. Und jetzt noch eine Serie hinlegen, wie eben beim Liegenanschlag. Besser geht's fast nicht. Der letzte war dann doch eine Niete. Eva Puskarczykowa ist fertig. Franziska Preuß hat blitzschnell nachgeladen. Steht schon wieder im Anschlag und muss noch mal nachladen. Die Reservepatronen dürfen irgendwo an der Waffe befestigt sein, am vorderen oder hinteren Schaft. Und jetzt sieht man, wie schwierig es ist, da den richtigen Stand zu finden auf den glitschigen Matten. Und jetzt wird's eng. Die ersten vier waren so großartig. Und jetzt das große Zittern bei Franziska Preuß. Muss in die Strafrunde. Muss in die Strafrunde. Das hätte ich nicht gedacht angesichts dieser Sicherheit bei den ersten vier Schüssen. Dann kam das große Zittern und Wackeln und jetzt muss sie abbiegen. Die ersten sind unterwegs. Tschechien, Kanada und Polen. Rechts gleich auftauchen und reiht sich jetzt wieder ein hinter der Amerikanerin Susan Dunkley als 13. mit einem Rückstand von knapp einer Minute. Ja, bei einigen wird der Blick durch den Diopter ähnlich aussehen wie der durch unsere Kamera, die das Ganze eben von oben gezeigt hat. Es ist schwierig, die Schneeflocken setzen sich auf die Wimpern oder das ein oder andere Mal auch vor den Diopter, der übrigens keinerlei vergrößernde Wirkung hat. Das ist Megan Heinecke und das ist Franziska Preuß, die hier vielleicht wieder in einen alten Fehler verfallen ist. Immer schneller geworden während des Schießens und hat sich dann fast rechts überholt. Immer noch mal wieder versucht, den Anschlag zu fixieren, ein bisschen mehr Spannung in die Oberschenkel zu bekommen. Nachgeladen hat sie sehr schnell. Und hat eine richtig große Streuung drin gehabt. Sie haben selbst gesehen, von sehr weit rechts unten bis links oben. Und hat jetzt einen Rückstand von 58 Sekunden auf sie hier, auf Eva Puskarczykowa, die Tschechin, die auch heute wieder ein richtig starkes Rennen macht. Ja, so knapp war der letzte, mag da Gerald Hönig gesagt haben. Am Ende aber führte er zur Strafrunde und sie ist durchgekommen mit zweimal null Fehlern, ohne nachzuladen. Ganz starke Vorstellung von der Kanadierin Megan Heinecke, die da immer noch gut dabei ist, hinter Monika Heunisch, der jungen Polin. Heunisch, das große Talent, was bei der Weltmeisterschaft 2013 ihren Durchbruch feierte, als sie Bronze gewann, nahezu sensationell im Massenstart.
polnischen Olympischen Komitee einen sehr, sehr renommierten Preis bekommen hat für olympische Hoffnungen, den insgesamt nur 3 polnische Wintersportlerinnen bekamen. Sie war dabei. Monika Heunisch jetzt also Zweite, dann Megan Heinecke, die mit einem Deutschen verheiratet ist und auch des Öfteren mal in Thüringen trainiert. In Altenberg, sorry. So, Franziska Preuß muss jetzt Boden gut machen. Wir haben vorhin gesehen, Rang 13 hinter Susan Dunkley. Schauen wir mal, wo jetzt die Zeit stehen bleibt. Immer noch 58 Sekunden. Vorgerückt auf Platz 10, vorbei an der Amerikanerin. Hast du gut gemacht, nach vorne. Auf geht's, jetzt sind wir ganz aggressiv. In der Abfahrt erholen. Komm, hopp, hopp. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Der Hinweis von Tobias Reiter, in der Abfahrt erholen, gilt natürlich für alle anderen auch. Aber er weiß natürlich ganz genau, wen er wie motivieren muss. Kennt Vanessa Hinz und Franziska Preuß aus dem täglichen Training und die anderen natürlich jetzt auch durch die Arbeit, die gemeinsame in der Nationalmannschaft. Also großes Kompliment für Eva Puskarčíková, die jetzt auf der neuen Runde ist, auf dem kleinen Schlenker hinten. Gabriela Sokalova wird gleich die Zweite für Tschechien sein, die sich beim Wechsel vorbereitet. Franziska Preuß wird jetzt sicherlich mit gehörig Wut im Bauch diesen Anstieg nehmen hier. Den letzten, bevor es dann runtergeht in Richtung Wechsel. Vorteil des Trainers hier natürlich, dass er oben auf dem Kamm warten kann und die Athletinnen einmal hoch auf der einen Seite und einmal hoch auf der anderen Seite sehen und anfeuern kann. Hier das Pärchen Polen, Kanada und da ist Megan Heinecke aus Versehen der Monika Heunisch da auf die Ski gestiegen. Kurzer Stopp und das ist Gabriela Sokalova, die Zweite für das führende Team aus der Tschechischen Republik. Also wirklich großes Kompliment an Eva Puskarčíková, trotz ihrer 24 Jahre die unerfahrenste im tschechischen Team. Die macht das wirklich sehr gut, läuft eine starke Weltcup-Saison und zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen eine richtig gute Staffelstartschleife für Tschechien. Die Oberhofsiegerinnen also jetzt auch in Führung, dahinter dann das Duell zwischen Polen und Kanada. Sokalova ist unterwegs und Megan Heinecke hier mit dem stärkeren Finish hin zum Wechsel. Mit der 13 wird also für Kanada jetzt Julia Ransom auf die Strecke gehen. Sehr, sehr unerfahrene neue Läuferin im Team Kanada. Dann Polen, da gibt es mit Magdalena Gwiszton das genaue Gegenstück, die erfahrenste und routinierteste bei den Polinnen. Nadjeżda Skardino kommt für die Ukraine. Und es läuft los, Irina Kryuku, die ist neu im Team gegenüber Oberhof, für Dubareseva hineingekommen. Dann Norwegen mit der 5, dann die Ukraine. Alle zum erweiterten Kreis der Mitfavoritinnen zu zählen. Jetzt der Wechsel für Deutschland. 55 Sekunden, also 3 Sekunden konnte Franziska Preuß dann nochmal abknapsen. Von Platz 13 auf Platz 8 nochmal ein bisschen verbessert. In der Zeit allerdings nur unwesentlich. 2,7 Sekunden nach dem Schießen. So, Franziska Preuß hat ihr Tagewerk vollbracht. Ihr Stützpunkttrainer hier in Ruhpolding und ihr Nationaltrainer, ihr Co-Trainer Weißrussland und Polen zurückgefallen auf Rang 6. Dann kommt das Team der Ukraine mit Natalia Burdiga.
Österreich und die Schweiz auf den Rängen 8 und 9 und die Mitfavoritinnen aus Russland mit Daria Virolainen nur auf Platz 10, 1:13 zurück. Genauso Italien mit Dorothea Viera schon deutlich zurückliegen nach der ersten Runde, jetzt auf Platz 18 zu finden mit einem Rückstand von 1:49. Das ist eine Menge Holz. Italien scheint raus. Russland hat noch Mini-Chancen. Das ist Gabriela Sokolova. Magdalena Neuner war ihre große Inspiration, hat sie uns erzählt. Und das ist Franziska Hennert. Schafft Backe. Leichte Veränderungen vorgenommen, sodass der Kopf etwas aufrechter ist beim Schießen in diesem Jahr. Etwas gerader beim Anschlag und das hat sich hier phänomenal gut unter Beweis gestellt, wie gut sie schießen kann, auch unter Druck. Franziska Hildebrand jetzt also Dritte. Die ersten beiden nach wie vor Tschechien und Kanada. Also dickes Lob schon mal für die unerfahrene Kanadierin, die das sehr, sehr gut macht. Umso bitterer für die Kanadierinnen, dass Rosanna Crawford heute nur zuschauen muss. Also da hat Matthias Arends in den letzten Jahren wirklich fabelhafte Arbeit geleistet. Immer wieder hervorragende Resultate. Früher war er Trainer der kanadischen Langläuferinnen, unter anderem auch eine Weltmeisterin, Chandra Crawford. Und deren Schwester Rosanna, momentan die Beste im Team der Biathletin. Jetzt aber kommt Franziska Hildebrand Meter um Meter näher. Rechts mit kurzen, schnellen Schritten pirscht sie sich hier ran in die Kanadierin. Jawohl! Sehr gut! Dann zieh nach vorne, holst du nach wie vor auf. Also läuft frisch, ganz stark. Jawohl! Und hopp, hopp! Hopp! Also starker Hinweis für Franziska Hildebrand. Nach vorn holst du nach wie vor auf. Das wird sie natürlich motivieren, beflügeln. Dennoch ist sie erfahren genug, um nicht vor dem Stehenschießen schon die letzten Körner zu verpulvern. Die Abstände und Rückstände doch schon ganz schön groß. Auch der russischen Mannschaft, die hier mit der Startnummer 9 kommt. Daria Virolainen. Also zwei Mitfavoritinnen mit Italien und Russland schon deutlich zurück. Und jetzt die Attacke auf der Innenbahn, auf der kürzeren. Natürlich clever gemacht von Franziska Hildebrand gegenüber der Kanadierin Julia Ransom. Auch Franziska Hildebrand kennt sich natürlich hier aus dem FF aus. Das ist die Dritte im Bunde, Vanessa Hinz. Noch ein paar Hinweise bekommt da vom deutschen Mannschaftsarzt Dr. Marquardt. Sicher noch im Trocknen, denn draußen der Schneefall unaufhörlich, jetzt sogar ein bisschen dichter geworden. Also die letzte Abfahrt runter in Richtung Schießen. Seit 5 Jahren lebt und trainiert sie hier in Ruhpolding. Ihre Trainer Rudi Schöllmann und Rico Groß. Ist sehr, sehr stark in diesen Weltcup hineingekommen. Hat alle diejenigen eines Besseren belehrt, die sie im letzten Jahr schon draußen gesehen haben. Und die Tschechen haben natürlich beste Laune. Gabriela Sokolova. Dann hat mir einer der Trainer erzählt, sie ist ziemlich schusslig. Man muss alles doppelt mitnehmen zum Rennen, damit man auch sicher gehen kann, dass für sie am Ende alles da ist. Vor einer Woche, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, kam sie zu spät zum Start, hatte auf dem Weg zum Start die Schlaufen verloren, die Schlaufen ihrer Skistöcke, die man ja von den Stöcken trennen kann. Ist dann also zurückgelaufen, hat sie gesucht, im letzten Moment auch gefunden.
Einmal kam sie ohne Laufanzug zu einem Wettkampf. Das ist schon die hohe Schule, würde ich mal sagen. Ohne Laufschuhe zum Training erschienen ist sie auch schon. Und in den letzten Wettkämpfen haben wir des Öfteren beim Weglaufen aus dem Schießstand beobachten können, wie sie die Stöcke fallen ließ. Also ein bisschen flusig, die gute Gabriela Sokolova, aber sie ist absolute Weltklasse. Mittlerweile nennt sie 7 Weltcupsiege ihr eigen. So, für sie jetzt also die Formel 3 für 2. 3 Reservepatronen hat sie. 2 Scheiben muss sie noch treffen. 11,5 cm der Scheibendurchmesser. Jetzt noch eine und die anderen sind noch nicht da. Das heißt, die andere, das ist jetzt schon Franziska Hillebrand. Sokolova kann wieder auf die Strecke und Franziska Hillebrand ist da. Ganz stark. Deutschland beim Wechsel noch auf Platz 8. Jetzt auf Rang 2, Kanada jetzt auch angekommen und die Norwegerin Fanny Wollestranda. Ja, deutlich höheres Schießtempo als bei Gabriela Sokolova, am Ende allerdings auch 2 Fehler. Und da wird es schwierig. Klitzeklein, die Projektile, die da manuell hinein manövriert werden müssen. Das wird immer schwieriger, wenn der Schnee drauf klebt. Die Kanadierin jetzt schon mit 3 Fehlern und Franziska Hillebrand darf jetzt weiter. Sehr gut gelöst. Die Kanadierin muss jetzt sehen, dass sie die Strafrunde vermeidet. Fanny Wellestrand-Horn hat noch 2 Patronen für eine Scheibe. Weißrussland jetzt wieder auf Rang 3. Rückstand von Franziska Hillebrand jetzt angewachsen, aber von Platz 3 zuletzt jetzt auf 2 nach vorn. Norwegen durch und auch Kanada, beide gerade mal so ohne Strafrunde davongekommen. Hier vorn die Russin Daria Virolai. Dahinter die großgewachsene Polin Magdalena Gwisdo. Oha, 2 weitere Strafrunden für das Team Russland. Damit die mitfavorisierte russische Staffel ganz klar raus aus der Entscheidung des heutigen Tages. Mit der 15 vorn, das ist die Schweizerin Aita Gasparin. Schwester Selina auch mit im Rennen. Schwester Lisa mit im Rennen. Selina macht eine kleine Babypause. Normalerweise sind sie zu dritt. Neuerdings in Schweizer Staffeln unterwegs. Sie warten jetzt schon sehnsüchtig auf die Rückkehr der Ältesten der 3 Schwestern. Jana Gerekova für die Slowakei jetzt durch. Auf Platz 9. Die so überzeugend auftrumpfte vor einer Woche in Oberhof, als sie die beste Platzierung ihrer Karriere schaffte, die junge Slowakin. War 5. im Massenstart und hatte da für eine Riesenüberraschung gesorgt. So, Gabriela Sokolova nochmal in der Studie und das Nachladen von Franziska Hillebrand. Da sehen Sie mal, wie klein diese Projektile sind. Nicht einmal 3 Gramm schwer. Und kaum zu fassen mit den Handschuhen. Und Franziska Preuß, die ist jetzt bei Jessie Wellmann. Herr Franziska, es lief so super. Ein irrsinniges Tempo. Das Stadion hat vibriert. Und dann dieser verflixte letzte Schuss. Können Sie sagen, woran es lag? Ja, dass überhaupt zu dem Fehler gekommen ist, weil ich einfach nicht mehr nachgehalten habe zum Ende. Und ich habe die Waffe dann schon fast auf den Rücken gehabt und habe dann erst geschaut. Und ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt ist es mir echt schwer gefallen, mich nochmal voll zu fokussieren, mich zu konzentrieren. Und dann ist die Nähmaschine gekommen und alles war nass und klamm. Und dann hat er einfach nicht fallen mögen. Und ja, es war echt scheiße dann.
Welche Rolle spielt denn da Ruhpolding, die Heimstrecke, alles schreit mit? Ist das dann auch nochmal irgendwie eine besondere Form von mentalem Druck? Ja, es ist schon was anderes jetzt im Heimstadion zum Laufen, aber eigentlich darf man sich davon gar nicht so ablenken lassen. Und es ist mir 9 Schüsse echt gut gelungen und ja, der letzte dann wollte einfach nur mal fallen und ist echt scheiße gewesen. Und dann in der Strafrunde und es ist in der Staffel halt immer dumm, weil nur 3 andere Mädels dran hängen. Vielen, vielen Dank, Franziska. Danke. So, wir schauen zurück auf die Strecke und sehen links die Norwegerin, rechts die junge Dame der 7 aus der Ukraine, dahinter Weißrussland und jetzt doch deutlich zurückgefallen die kanadische Staffel mit Julia Renze. Vorneweg, nicht im Bild, Gabriela Sokolova und Franziska Hillebrand. Gabriela Sokolova hat das wirklich sehr routiniert gemacht beim Stehenschießen. Mit den 3 Nachladepatronen alles sicher ins Ziel gebracht und wird auch beim zweiten Wechsel das Team Tschechiens als Führende auf die nächste Schleife schicken. Die dritte, das ist dann Jitka Landova. Auch die hat sich in diesem Jahr mächtig gemausert, ist stärker geworden, beständiger. Vielleicht so etwas wie ein klitzekleiner Schwachpunkt in der tschechischen Staffel des heutigen Tages. Franziska Hillebrand hat immer wieder vor der Saison in der Vorbereitung an ihrem Laufstil gefeilt. Für den Außenstehenden kaum zu erkennen. Hat ein bisschen was am Kniewinkel gemacht. Hat deutlich an Vorschub gewonnen. Setzt ihre Kraft viel effektiver ein. Ist eine echte Augenweide geworden, ihr zuzuschauen, wie sie im in Anführung hohen Biathlon-Alter von 27 an sich arbeitet, tüftelt, bastelt und immer besser wird. Fehlt zum Glück in diesem Winter eigentlich nur noch mal der Sprung aufs Treppchen. Den möchte sie unbedingt schaffen. 5-mal Top 10. Also ein paar Mal hat sie schon dran gekratzt. Bin gespannt, wann es soweit ist. Für mich nur noch eine Frage der Zeit. Der erste Wechsel bei Halbzeit. Tschechien führt. Gabriela Sokolova wird kommen und die nächste in die Strecke führen. Klasse Vorstellung von Gabriela Sokolova, 25 Jahre alt, aus Jablonec, ganz in der Nähe von Liberec, in der Grenze zu Deutschland gelegen, im Norden Tschechiens. Und jetzt ist die nächste unterwegs, das ist Jitka Landova. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden vergehen, bis dann Deutschland, sprich Franziska Hillebrand, kommt und Vanessa Hinz auf die Reise schickt. Sie sehr, sehr ausgeglichen und sehr locker in diesem Winter. Hat sie allen Grund dafür. Hat mit einigen sehr beachtlichen Resultaten auf sich aufmerksam gemacht. Dazu gleich ein bisschen mehr. Zuletzt war es eine Minute nach dem Schießen. Schauen wir mal jetzt auf die Zeit beim Wechsel. Franziska Hillebrand hat auf jeden Fall eine richtig gute Runde hier hingelegt. Eine Runde ja 6 Kilometer lang. Alle 2 Kilometer wird geschossen bzw. gewechselt. Und sie konnte nicht gut machen gegenüber der starken Gabriela Sokolova, hat noch ein paar Sekunden verloren, allerdings nicht allzu viele, etwa 8 Sekunden noch mal dazu bekommen auf den letzten 2 Kilometern. Jetzt also Deutschland mit 1:07,8 Sekunden zurück auf Platz 2. Ukraine hat sich nach vorn gepirscht, vorbei an Norwegen. Auf Rang 3 dann das Duell zwischen Weißrussland und Norwegen. Alle noch mit guten Chancen aufs Podium. Stichwort Podium, wenn es da eng wird und wenn es soweit ist, dann sind wir natürlich wieder dabei. Genauer gesagt, in ganz, ganz kurzer Zeit verabschieden wir uns mal ganz kurz aus. So, Sie haben nichts verpasst. Die ersten 6 Nationen
hatten wir gesehen beim Wechsel. Die sechste war Kanada mit einem Rückstand jetzt schon von fast 2 Minuten. Jetzt dann die Slowakei, Frankreich, Polen, die USA und die Schweiz als nächste beim Wechsel. Also die Französinnen, die zuletzt ja Zweite waren in Oberhof, auch deutlich zurück. Russland fast aus dem Rennen, Italien jetzt erst beim Wechsel. Und die Tschechinnen, wie schon in Oberhof, im Moment deutlich vor der Konkurrenz. Zweite Läuferin, die Sie da sehen, ist nicht etwa die Zweitplatzierte im Wettbewerb, sondern eine schon überrundete. Jitka Landova aus Jablonec, genauso wie Gabriela Sokalova in Jablonec, steht eine von 3 Biathlonanlagen in der Tschechischen Republik. Die zweite, Nové Město, kennen die meisten von Ihnen, da gab es eine Weltmeisterschaft. Und dann gibt es noch eine kleine Anlage in Letorad, mit nicht ganz so vielen Schießständen wie üblich. Aber der Hauptort der tschechischen Biathletinnen, wo momentan echte Weltklasse geformt wird, ist Jablonec. Nicht weit vom Riesengebirge entfernt. Vanessa Hinz, momentan 15. im Gesamtweltcup, schon 2-mal unter die besten 10 gelaufen. Auch sie erst 22 und auch sie, auch auf die Gefahren, dass wir schon etliche Male gesagt haben, alle noch sehr, sehr unerfahren. Hey, ja. Und jetzt kürzer werden, auf, Kim! Aber Vanessa, auf geht's, genau, gleich sauber rein, finden wir ins Rennen, komm, jawohl, und drüber, hopp, hopp, hopp! Seit Mai 2014 trainiert Vanessa Hinz bei Tobias Reiter. Und jetzt kürzer werden, haben Sie vielleicht gehört. Ihre größte Schwäche im Sommer, die Lauftechnik. Hatte immer zu viel Rotation im Oberkörper, den Oberkörper immer vom Stock weggedreht. Damit geht die Kraft natürlich nicht optimal nach vorn. Daran haben die beiden am meisten gearbeitet. Deswegen auch der Hinweis in diese Richtung. Kanada jetzt deutlich zurückgefallen mit Audrey Vaillancourt. Weitere unerfahrene neue kanadische Biathletin. Sich Megan Heinicke vorhin noch als Zweite gewechselt, jetzt Kanada zurückgefallen auf Rang 6 und schon 2 Minuten hinter der Spitze. Mit der 4, das ist Justine Breisas, junge Französin, die zuletzt vor einer Woche in Oberhof ihre Chance bekam, mitmischte, als Frankreich am Ende Zweite wurde. Im Moment deutlicher Rückstand auf Rang 7. Irena Nowakowska, die erfahrene Polin, auf Platz 8. Dahinter dann die Slowakei mit Paulina Poljakova. Dann erst Russland und weiter hinten im roten Trikot die Italienerinnen. Also beide hatte man hier möglicherweise auf dem Podest erwartet. Drüber Aussichten heute in Ruhpolding. Wir hoffen auf Besserung in den nächsten Tagen. Wir freuen uns, dass hinter der führenden tschechischen Mannschaft Deutschland momentan auf Rang 2 liegt. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Jitka Landova läuft ihre beste Weltcup-Saison ever in diesem Winter. Bestes Resultat, ein 18. Platz. Und auch sie war vor einer Woche in der siegreichen Staffel von Oberhof dabei. Zdeněk Vítek war erst heute angereist, ein bisschen krank zuletzt, hatte dem Co-Trainer das Training gestern und vorgestern überlassen. Jetzt allerdings er wieder am Fernglas und seine Mannschaft führt. Erster Fehler, der innere Durchmesser, das ist die gültige Trefferfläche. Sie hat jetzt 3 Nachladepatronen für 2 noch zu treffende Scheiben und ist natürlich nervös. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt. Nächste Nachladepatrone. Mitzählen muss jede selbst. Auch da gab es zuletzt schon ein paar Irrtümer.
Und jetzt wächst der Druck, denn es wird laut hinter ihr. Deutliches Indiz dafür, dass Vanessa Hinz kommt. Und Landowa, vorhin angedeutet, vielleicht so etwas wie das schwächste Glied in der tschechischen Kette, muss jetzt alles treffen. Ja, Ende gut, alles gut für die Tschechin, darf ohne Strafrunde weiterlaufen und Vanessa Hinz liegend eine Bank. Unterstützungsriemen ruckzuck eingehakt. Das ist absolut legal und das machen alle zur Stabilisierung des Liegenanschlags. Was für eine Serie, Vanessa Hinz. Ganz klasse geschossen. Damit verkürzt sie den Rückstand auf die tschechische Staffel deutlich, deutlich. Jetzt sind die anderen da, angeführt von der Ukraine vorn hier mit Nummer 7, Vanessa Hinz geht raus und wir erinnern uns, 1:08 beim Wechsel der Rückstand. Jetzt nur noch 29,7 Sekunden, fabelhaft bis hierher. Die Ukraine, das ist Olga Abramova und für die Norwegerinnen gab es noch einen Wechsel. Elise Ringen, die jetzt schießt, kurzfristig in die Mannschaft gerückt für die erkrankte Synnøve Sollenpää. Ein bisschen herangerückt gegenüber dem Wechsel. Da waren es noch 1,27 auf die führenden Staffel Tschechiens. Weißrussland auch. Die Weißrussinnen haben den Rückstand um eine halbe Minute eingedampft. Und das ist wichtig, wenn man weiß, da kommt noch Daria Tomacek. Das ist die Kanadierin. Audrey Voyancourt. Strafrunde vermieden. Vordergrund mit der 4, das ist die Französin. Das ist Justine Breisas. Und Kanada jetzt unterwegs. 1,37,7. Also auch die Kanadierinnen haben 30 Sekunden gut gemacht auf die führende Tschechin Jitka Landa. Justine Breisas darf ebenfalls auf die Verfolgung Slowakei. Italien immer noch am Schießstand. Das ist eine dicke Enttäuschung für die Italienerinnen, die hier einmal Vierte und einmal Fünfte waren bei den Staffeln des bisherigen Winters. Frankreich in Oberhof auf Rang 2, heute auf Platz 9. Viele Fehler da eben beim Team der USA, da gibt es garantiert eine Strafrunde. Und wir sehen noch mal die führende Tschechin, die sich schwer getan hat. Jitka Landová. Die Reservepatronen dürfen beliebig am hinteren Teil des Schaftes oder auch am vorderen angebracht werden. Das gab es früher nicht, da mussten sie abgelegt werden. Generell wurden vor ungefähr 10 Jahren die ganzen Auflagen bezüglich des Schaftes und des Gewehraufbaus deutlich gelockert. Und Sie haben es gesehen, die Rückstände der Verfolgerinnen sind geringer geworden gegenüber der tschechischen Staffel, die auf Platz 1 liegt. Und Vanessa Hinz hat das ganz, ganz stark gemacht beim ersten Schießen. Gute Schülerin, die Vanessa Hinz, die ja erst vor der Saison 2012, 2013 einen Schnupperkurs bei Rico Groß gemacht hat und am Ende den Umstieg gewagt hat vom Langlauf zum Biathlon und wie sich in diesem Winter zeigt, richtig gut und richtig erfolgreich. Abramova für die Ukraine auf Platz 3, dann Weißrussland. Das ist Nadjezhda Pisareva und dahinter dann die junge Norwegerin Elise Ringen, die erst unmittelbar vor dem Start heute von ihrem Einsatz erfahren hat. Elise Ringen,
Veronika Nowakowska-Ziemniak kommt da dichter heran an die Kanadierin. Also wieder dieses Duell Polen gegen Kanada. Allerdings auf der ersten Runde war es das Duell um Platz 2. Dahinter, das müsste dann schon die Russin sein mit Startnummer 9, Ekaterina Schumilova, die jetzt ein bisschen Boden gut gemacht hat. Hier groß im Bild, Russland bei beiden Staffeln angetreten als Mitfavorit. Am Ende einmal siebte, einmal achte geworden, was immer eine geschwächt hat. Nochmal der Hinweis von Tobias Reiter, ganz konzentriert arbeiten jetzt beim Stehenschießen, denn das war vor der Saison ihre große Schwäche. Daran hat sie am meisten gefeilt. Sie will sich endlich trauen, schneller zu schießen, mal was zu riskieren, vor allen Dingen, wenn sie in der Gruppe dasteht, was heute ja nicht der Fall ist. Im besten Falle erwischt sie Jitka Landowa da gleich. Die beiden dann allerdings allein am Schießstand, bevor die nächsten kommen. Der Fall hat jetzt ein kleines bisschen nachgelassen. Es ist feinerer Schnee, die Temperatur immer noch bei etwa 3 Grad. Der Untergrund also relativ sulzig, tief und dementsprechend auch weitestgehend stumpf. Jitka Landowa wird eingewiesen als Führende auf die erste Schießbahn. Wird gleich also stehen schießen, währenddessen da hinten die überrundete Läuferin noch im Liegendanschlag eingewiesen wurde, also auf der anderen Hälfte des Schießstandes, um die Führenden hier nicht zu beeinträchtigen. Und sie bekommt eine Patrone. Obwohl, haben wir gesehen, beim Nachladen im Liegenschießen war ihr eine Patrone weggefallen. Ist die schwächste Schützin im Team der Tschechinnen. Vítková und Sokolova sehr, sehr stark. Vyskarčíková heute auch enorm bestimmt. Deutlicher Fehler, ganz weit rechts unten. Es ist schwierig, vor allen Dingen, wenn die Kraft nachlässt, ganz klar. So eine Waffe wiegt minimal 3,5 Kilogramm. Das schreibt das Reglement vor. Schwerer darf sie gern sein, leichter auf keinen Fall. Ja, gut gelöst am Ende von Jitka Landowa mit nur einer Nachladepatrone und jetzt Vanessa Hinz unter Druck. Das kleine Zögern vor dem vierten Schuss versprach nichts Gutes, prompt der Fehler hinten dran. Und auch bei ihr purzelt ein Projektil wieder raus. Nächste Patrone kostet nochmal 3, 4, 5 Sekunden. Gut gemacht. Ganz stark und jetzt nochmal 2 Kilometer Vollgas für Vanessa Hinz auf der Verfolgung von Jitka Landowa. Sie ist die bessere Läuferin, die Deutsche, gegenüber der Tschechin. Vielleicht kann sie noch ein paar Sekunden abknabbern. Ukraine mit Pisareva hier vorn. Weißrussinnen in der Mitte. Und die Norwegerin Elise Ringen, die sich wirklich ganz, ganz tapfer schlägt. Gar nicht auftritt wie eine Ersatzläuferin. Jetzt aber noch mal nachladen muss. Also hier für keiner einen Vorteil auszumachen. Alle haben sie noch 2 Patronen und eine Scheibe noch zu treffen. Weißrussland als Erste durch. Nadjesta Pisareva, die Ukraine, macht es spannend. Elise Ringen jetzt auch weg für Norwegen. Und Olga Abramova, eben noch Dritte, fällt jetzt minimal zurück auf Platz 5. Da gewackelt wie ein Lämmerschwänzchen und am Ende dann doch noch die Scheibe getroffen. Muss nicht in die Strafrunde, darf hinterher, hat aber den so wichtigen dritten Platz eingebüßt. Da hat sie gedacht,
Patrone würde drin bleiben, ist aber wieder rausgefallen, also musste sie noch eine nachschieben. Rückstand momentan 29,7 Sekunden für Vanessa Hinz. Und sie ist unterwegs auf den letzten 2 Kilometern ihrer Schleife hin zum letzten Wechsel. Und Franziska Hildebrand hat ihr Tagewerk richtig, richtig stark verbracht. Und scheint auch ganz zufrieden damit zu sein, von Platz 13 auf Platz 2 nach vorne gelaufen. Mögen Sie das so ein bisschen so quäl dich mäßig, sich nach vorne zu kämpfen? Ich wäre auch gerne ein Stückchen weiter vorne gestartet, aber ich glaube, es war dann auch so, also es hat mich dann auch immer ein Stückchen mit rangezogen. Gerade wenn ich gemerkt habe, ich kann wieder ein Stückchen ranlaufen an die Läuferin vor mir, hat mich das dann motiviert. Und das Wetter haben Sie so ein bisschen aus Oberhof mitgebracht. Ne? Welche Note geben Sie den Bedingungen dann heute? Es ist ja doch ein bisschen langsamer, macht das Ganze ein bisschen langsamer. Genau, also ich würde sagen eine 1. Also es ist Topwetter. Okay, und die 6 ist dann die beste Note, nehme ich an. Und die Franziska Preuß, die hat sich so wahnsinnig geärgert über zweites Schießen. Das kann man verstehen. Wie läuft das denn abends so auf dem Hotelzimmer? Gibt sie dann nochmal eine Runde Tee aus oder wie gleicht sie das wieder aus? Ja, da bin ich auch mal gespannt, was sich einfach lässt. Es gibt keine Tradition. Nee, da gar nichts. Weil im Endeffekt kann das jedem mal passieren. Ich glaube, es gibt kaum eine Läuferin, der das noch nicht passiert ist. Und es ist immer ganz schlimm für diejenige, der es passiert. Aber ich denke mal, im Moment liegen wir wieder gut im Rennen. Und das ist erst so das, was zählt. Danke, Franziska Hildebrand. Danke. Dem Schlusswort ist nichts hinzuzufügen. Sie liegen wieder richtig gut im Rennen. Vanessa Hinz ist auf der letzten Schleife und sie ist richtig gut unterwegs, auch wenn sie jetzt 2 Sekunden verloren hat auf die führende Jitka Lander. Das ist die momentan drittplatzierte Staffel, das ist die aus Weißrussland. Nadjezda Pisareva und wenn die innerhalb einer Minute wechseln, dann ist Holland in Not. Dann kommt Daria Domracheva und die kann noch nach ganz vorn laufen. Rückstand für die Weißrussinnen im Moment ein bisschen mehr als eine Minute. Eine Minute 14. Da sind 12 Sekunden dazugekommen. Also Landova und Vanessa Hinz schneller als die Weißrussin und auch schneller als die Norwegerin Elise Ringen, die hier Vierte ist. Dann kommt die überrundete Staffel und rechts, das ist die Ukraine mit Olga Abramova. Oh, jetzt aber husch. Laura Dahlmeier hat sich hier, solange es irgend ging, im Warmen, im Trockenen aufgehalten. Kommt jetzt raus zum Wechsel, bloß nicht verpassen. Denn die Ersten sind schon da. Jitka Landova kommt schon zum letzten Wechsel. Das ist die Führung. Ja, also bei weitem keine Eintagsfliege, dieser Staffelerfolg der Tschechinnen vor einer Woche in Oberhof. Viele haben gesagt, das werden sie nicht nochmal wiederholen können. Und fast alle waren sich sicher, der 10. Platz der Deutschen, das war die große Ausnahme. Es wird wieder weiter nach vorn gehen und im Moment sind sie Zweite mit etwa einer halben Minute Rückstand. Da ist noch alles drin für Laura Dahlmeier, die gleich als Letzte in die Spur geht. Hat zuletzt den Weltcup in Oberhof noch ausgelassen, wieder ein bisschen trainiert, neue Kraft getankt. Die Trainer und sie selbst sind sich sicher, sie ist wieder auf 100 und deshalb hat sie grünes Licht bekommen für die Position als Schlussläuferin am heutigen Tag. Gegen eine der momentan stärksten, gegen die Tschechin Vítková. Überholmanöver, die Staffel Koreas wird hier überrundet von Jitka Landova für Tschechien. Schauen wir gleich mal ganz genau hin nach dem 5. Schießen. Nach dem 6. Schießen waren das so etwa 30 Sekunden Rückstand für Vanessa Hinz auf Jitka Landova, die wirklich eine richtig gute Schlussrunde hingelegt hat. Und jetzt Veronika Vítková auf die letzten 6 Kilometer schickt. Diese Veronika Vítková ist momentan in einer unglaublichen Verfassung. Zuletzt in Oberhof mit dem 1. Sieg ihrer Karriere gewann den dortigen Sprint über 7,5 Kilometer. Laura Dahlmeier schaut optimistisch aus. Locker ist sie ohnehin immer und in guter Form auch. Also da ist noch alles drin. Rückstand ein bisschen mehr als eine halbe Minute für Deutschland auf Platz 2.
Laura Dahlmeier jetzt also unterwegs auf der Verfolgung von Veronika Wiedkopf. Wenn es spannend wird, sind wir gleich wieder da. Wir verabschieden uns für ein paar Momente aus Ruppolding, aus dem Regen, in dem die Zuschauer stehen. Wollen wir sie nicht länger stehen lassen. Bis gleich. Zurück in Ruppolding und die Situation ist wie eben. Laura Dahlmeier ist unterwegs auf dem Weg zum ersten Schießen. Die letzten Läuferinnen der insgesamt 22 Staffeln des heutigen Tages hier in Ruppolding sind unterwegs. Deutschland also mit noch sehr, sehr guten Aussichten nach vorn. Nur 30 Sekunden hinter der führenden Staffel aus Tschechien. Momentan deutlich vor den Drittplatzierten. Hier gibt es gerade die nächste Überrundung. Laura Dahlmeier, das sieht sehr geschmeidig aus, sehr flüssig, sehr leichtfüßig, wie sie hier rauf geht. Aber ihr im Nacken sitzt keine geringere als Daria Domracheva. Der Rückstand von Laura Dahlmeier gegenüber Wiedkowa ein bisschen größer geworden. Keine Überraschung, denn wie erwähnt, Veronika Wiedkowa momentan in wirklich richtig guter Laufform. Genauso wie Daria Domracheva. Deren Rückstand allerdings ist sogar ein bisschen gewachsen. Dann kommt Tiril Eckhoff für Norwegen, also absolute Top-Besetzung auf dieser letzten Schleife. Wir haben alle Nationen natürlich noch einmal ihre Besten hingestellt. Und die größten Hoffnungen haben die Trainer heute im Vorfeld auf Laura Dahlmeier gelegt. Also für Deutschland hätte natürlich auch Franziska Preuß laufen können, wie zuletzt in Oberhof oder Hochfilzen. Aber wer die Qual hat, hat die Wahl. Die absolute Wunschbesetzung für Deutschland heute unterwegs und momentan auf Platz 2. So, da haben wir Laura Dahlmeier, die immer noch unter den Nachwirkungen eines Bergunfalls leidet. Am 8. August war es. Im Zugspitzmassiv, ein paar Meter abgestürzt. Da gab es dann einen Bänderriss und eine Knöchelstauchung im Sprunggelenk. Ja, um den Gedanken zu Ende zu bringen, unter den Spätfolgen leidet sie noch immer. Wenn die Belastung hoch ist, dann wird der Knöchel noch dick. Allerdings sagt sie, wenn ich im Wettkampf bin, dann behindert mich das überhaupt nicht mehr. Hat noch mal eine Woche Training eingeschoben. In der letzten war also nicht mit dem Oberhof und ist topfit für diese Staffelschlussrunde heute. Für die eventuelle Attacke auf Veronika Wiedkowa, die jetzt schon zum ersten Schießen kommt. Allerdings, das wird richtig schwer, denn die 26-Jährige aus dem Riesengebirge aus Jilemnice, die ist in der Verfassung ihres Lebens. Zuletzt erster Sieg ihrer Karriere als Sprintsiegerin von Oberhof. Gleich nochmal hinten dran, Massenstart, zweite hinter Daria Domracheva. Und der Staffelsieg von Oberhof. Also drei richtig dicke Gründe, um ihr Selbstbewusstsein noch einmal in die Höhe zu treiben. Und sie ist eine richtig gute Schütze. Schützinnen unterlaufen Fehler. Ein einziger bei Wiedkowa. Drei Patronen hat sie noch. Und schon gelöst der Fall. Schon darf sie wieder los, bevor Laura Dahlmeier die Scheiben erreicht hat. Genau das wollte sie, dass sie gar nicht erst unter Druck gerät, wenn die Fans vielleicht jubeln bei eventuellen Treffern oder hoffentlichen Treffern von Laura Dahlmeier. Wiedkowa also jetzt schon wieder unterwegs. Gerald Hönig schaut jetzt auf das Schießen von Laura Dahlmeier. Bislang erst einmal im Weltcup eingesetzt in diesem Winter. In Pokljuka war es, kurz vor Weihnachten. Da präsentierte sie sich sehr stark. Glück beim zweiten und dann auch beim dritten Schuss, aber das Glück ist mit den Tüchtigen. Da hat sie jeweils den Rand getroffen, aber mehr als die Hälfte des Geschosses haben die gültige Trefferfläche mit genügend Wucht erreicht. Also 5 Treffer und direkt wieder auf die Runde. Rückstand noch ein bisschen größer geworden. 54,6 Sekunden jetzt
Eben waren es 47 und jetzt Daria Domracheva mit einer phänomenalen Serie. Sehr schnell, ohne nachzuladen, alles abgeräumt, ist unterwegs, bevor Tiril Eckhoff beginnt. Also jetzt wird es nochmal kribbelig für Laura Dahlmeier, die natürlich die Informationen von der Strecke bekommt. Domracheva kommt näher, hat jetzt noch 24 Sekunden Rückstand. Und die fünf Platzierten sind da, Norwegen und die Ukraine. Und wir schauen noch mal auf das Schießen von Laura Dahlmeier. Da hat sie Glück gehabt. Und gleich noch mal. Also kleine Tieftendenz, aber was soll's, am Ende alles getroffen. Laura Dahlmeier immer noch auf Platz 2. Daria Domracheva kommt näher und Vanessa Hinz ist schon da bei Jessie Lane. Und Vanessa Hinz hat eben gerade gesagt, vor dem Schießen, die Laura, die macht das, die kann das. Was kann denn die Laura heute? Was glauben Sie? Die Laura ist einfach abzockt. Die Laura, die stört sich an der letzten Position, die stört sich, wenn da neben ihr die schnellsten Läuferinnen überhaupt stehen. Und die Laura, die macht das einfach, die ist so cool und gelassen und deswegen weiß ich, dass sie das macht. Das Gleiche könnte man ja fast über Sie sagen. Sie sind mit 1:08 Rückstand gestartet, haben deutlich mehr als eine halbe Minute aufgeholt. Sind Sie da eine bestimmte Taktik gefahren oder wie geht's? Na, also bei 6 Kilometer, glaube ich, gibt es nicht viel Taktik. Da ist es einfach Vollgas von Anfang an und einfach ruhig und konzentriert beim Schießen bleiben. Wir haben zwar Nachlader, aber jeder Nachlader kostet 10 Sekunden. Und ich denke, da habe ich heute schon einiges gut gemacht. Jetzt haben Sie sich so gefreut auf Ruhpolding und haben gesagt, Mensch, ich will da unbedingt hin, zu Hause. Wie ist es denn nun? Ja, es ist schon ziemlich groß. Also heute ist ja nur Mittwoch und es sind so viele Leute und so viele Zuschauer und jeder schreit. Und es ist einfach heimisch und es ist irgendwie gemütlich. Also ich genieße es hier voll. Ja auch, Dankeschön. Wir schauen auf die Verfolgerinnen. Das ist Marie Dorin-Aberch. Mit Verstärkung hier in Ruhpolding angereist, mit Töchterchen Adele. Im September ist sie Mama geworden und heute Schlussläuferin für Frankreich. Leider in nahezu aussichtsloser Position. Jetzt weg von den Scheiben, Marie Dorin. Frankreich wahrscheinlich gleich auf Platz 7 hinter den vorgerückten Russinnen, die jetzt auf dem 6. Platz zu finden sind. Aber beide waren sie als Mitfavoritinnen gehandelt worden und als Kandidatinnen fürs Podium. Davon sind sie jetzt noch deutlich entfernt. Oh, das wird schwer für Laura Dahlmeier. Die hört den Atem von Daria Domracheva jetzt quasi schon in ihrem Rücken. Sie sehen es selbst, aus den 24 Sekunden von eben sind jetzt nur noch 5 geblieben für Laura Dahlmeier, die an den Weltmeisterschaften 2013 einen fulminanten Staffelstart hinlegte. Einen Kaltstart wurde zum ersten Mal bei den Großen überhaupt eingesetzt in einem Staffelrennen. Chance null Fehler katapultierte die deutsche Staffel damals von Rang 8 auf Rang 1. Hatte vorher nicht mal einen einzigen Weltcup-Einsatz oder IBU-Cup-Einsatz. Also von der ersten Minute an war klar, Laura Dahlmeier ist eine richtig gute Staffelläuferin. Heute aber hat sie die Beste der Welt, die Beste jedenfalls des heutigen Tages, direkt hinter sich. Daria Domracheva, das wird schwer. Läuferisch die absolut Beste angesichts der Tatsache, dass Kaisa Mäkäräinen heute nicht mit von der Partie ist. Und da wird es gleich richtig schwer, die Entscheidung zu fällen. Die richtige Entscheidung. Irgendwie versuchen, dran zu bleiben oder Domracheva ziehen zu lassen und beim letzten Schießen dann volles Risiko zu gehen. Also das ist schon imponierend, wie Daria Domracheva hier vorbeigeht an Laura Dahlmeier, die nun beileibe keine langsame ist und keine schlechte. Es sieht so spielerisch aus, so leicht, so nahezu schwebend. Also offenbar bewegen Tobias Reiter da ähnliche Gedankengänge. Jetzt ganz cool bleiben, das machen wir beim Schießen. Gleich also das Duell beim Stehendeinschlag zwischen Daria Domracheva und Laura Dahlmeier. Die tschechische Staffel deutlich voraus in Persona von Veronika Vítková. Olympiasilber gab es für die tschechische Mixed-Staffel. Das erste Podium gab es
im letzten Winter für Sie in diesem nicht mehr wegzudenken aus der absoluten Weltspitze. Vítková zum letzten. Noch fünf. Ja, da hat sie volles Risiko genommen. Es ist ein Bewegungsschießen, ein Reaktionsschießen. Der Fehler weit links. Der sechste ging rein und Vítková ist unterwegs. Der Sieg dürfte der tschechischen Staffel nicht mehr zu nehmen sein. Also Doppelerfolg Oberhof-Ruppolding. So viel scheint hier schon klar. Aber wie geht's da weiter dahinter? Zwischen Deutschland und Weißrussland, zwischen Laura Dahlmeier und Daria Domracheva. Gleich das prickelnde Duell am Schießstand. Vorne, das ist Daria Domracheva, dahinter mit der 12. Das war eine überrundete Kasachin. Kleines Stückchen dahinter dann Laura Dahlmeier. Reißt hier noch mit dem Arm, um Blut in den Zeigefinger zu bekommen. Da muss jetzt der richtige Touch drin sein, das richtige Gefühl. 500 Gramm muss der Zeigefinger überwinden, bis der Schuss sich löst. Zunächst einmal wird der Vorzug weggenommen, ungefähr 80% dieser 500 Gramm. Und dann der Schuss ausgelöst. Wie immer in der Mitte beginnend. Drei Treffer, Domracheva, einer Dahlmeier. Mini-Vorteil für Laura Dahlmeier. Daria Domracheva muss nachladen und Dahlmeier hat das hervorragend gemacht. Genau darauf bauen sie, auf diese Stärke beim Schießen. Laura Dahlmeier abgebrüht wie kaum eine andere am Schießstand. Aber sie hat nicht viel Vorsprung auf Daria Domracheva. Die hat nachgeladen und dann ebenfalls getroffen. Dahlmeier also 1,21 hinter Veronika Vítková. Jetzt nochmal eine überrundete Staffel, die der Vereinigten Staaten, und Domracheva nur 5 Sekunden zurück. Und eigentlich ist jedem klar, was gleich passiert. Norwegen raus auf den Kampf um die ersten drei Plätze. Die sind vergeben. Das ist Tiril Eckhoff. Sie schaffte genau wie Veronika Vítková in diesem Winter ihren ersten Weltcup-Sieg. Muss sich aber gleich der Attacke der Ukraine erwehren. Das ist Valentina Semerenko, die stärkste aus deren Staffel. Eckhoff kam nach kurzer Krankheitspause in Oberhof sehr stark wieder zurück als Dritte des Massenstarts und hat jetzt nur noch eine Patrone, um die letzte Scheibe zu treffen. Und Wahnsinnsserie von Valentina Semerenko. In einem Rutsch alles abgeräumt und jetzt sind sie zusammen unterwegs. Norwegen und die Ukraine, Eckhoff und Semerenko. Das wird hier genau noch eine spannende Schlussrunde. Wie vorn, hoffentlich zwischen Laura Dahlmeier und Daria Domracheva. Wenn wir es nicht besser wüssten, dass Laura, wenn man alle Papierformen zu Rate zieht, eigentlich keine Chance haben dürfte gegen die Weißrussin. Aber unverhofft kommt oft und darauf hoffen wir. Die ersten fünf sind weg, jetzt also die 6, das ist die Französin Marie-Dorin Haber. Vor einer Woche kam sie zurück nach ihrer Babypause, sofort in der Staffel eingesetzt und gleich auf Rang 2. Und eine ähnlich starke Schießeinlage wie vorhin bei Franziska Preuß, nur dass die ab jetzt keine einzige Scheibe mehr getroffen hat. Marie-Dorin macht's besser und darf als 6. wieder auf die Spur. So, Daria Domracheva, wie erwartet, wie befürchtet, hat sich schon einen Vorsprung herausgelaufen auf Laura Dahlmeier. Jetzt also klarer 2. Platz für Weißrussland hinter der führenden Veronika Vítková. Die ist hier schon seit über einer Minute durch. Und Laura Dahlmeier wird ihr ganzes Augenmerk darauf legen müssen, den sehr, sehr guten 3. Platz zu sichern, dass da nichts mehr passiert. Geist gegen Daria Domracheva ist kein Kraut gewachsen. Einmal frei nach hinten aus der Luft. Das passt schon. Einmal frei, Kinder, jawohl. Hopp, 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 hopp.
Also ins Hochdeutsch übersetzt, nach hinten passiert nichts, da hast du genug Luft. Laura Dahlmeier mit etwa 1,5 Minuten Rückstand auf die führende Tschechin, die wir hier sehen, Veronika Vítková, die ein einsames Rennen an der Spitze gemacht hat. Aber auch das muss man erstmal so souverän hinbekommen wie sie. Das war wirklich eine glatte Eins, was sie heute abgeliefert hat. Von der ersten Läuferin an, die Tschechinnen heute überlegen. Da kann man nur herzlich gratulieren, was da Eva Puskarčíková, Gabriela Sokalova, Jitka Landova und Veronika Vítková geleistet haben am heutigen Tag. Das ist wirklich eine glatte Eins mit Sternchen. Schon Puskarčíková hat sich einen erheblichen Vorsprung rausgelaufen. Die anderen haben ihn nicht mehr kleiner werden lassen. Bei Landova war es noch mal ein bisschen eng, 30 Sekunden. Da waren die anderen ein bisschen dran. Aber Veronika Vítková hat jetzt wieder über eine Minute und genügend Zeit, um sich eine tschechische Fahne zu schnappen und den zweiten Staffelsieg in Folge ausgiebig zu feiern. Herzlichen Glückwunsch, Anerkennung. Diese tschechische Mannschaft ist einer wirklich herausragenden Verfassung. Sie selbst, Veronika Vítková, ja sowieso auch im Einzelweltcup ganz weit vorn platziert, auf Platz 5. Und jetzt kommen die anderen drei, die das Ganze so bravourös begonnen hatten. Also am Ende fast nur noch Formsache für Veronika Vítková, die diese 30 Sekunden, die sie von Landova mitbekommen hat, sofort wieder ausgebaut hat. Staffel komplett im Schneefall. Jetzt ist das Ganze wieder so ein bisschen in Regen übergegangen. Hat dennoch vier strahlende Siegerinnen aus Tschechien hervorgebracht. Und eine wieder stark auftrumpfende Schlussläuferin, Daria Domracheva aus Weißrussland, die wie erwartet und wie erhofft aus weißrussischer Sicht ihre Staffel noch aufs Podium gelaufen hat. Auch noch vorbei an Deutschland, an Laura Dahlmeier auf den zweiten Platz. Weißrussland also bei drei Staffeln jetzt zum dritten Mal auf dem Treppchen. Einmal Zweite, einmal Dritte und jetzt wieder Zweite. Gleich werden die anderen losgelassen. Nadezhda Skardino, Irina Kriuku und Nadezhda Pisareva. Und umarmen ihre starke Schlussläuferin Daria Domracheva, die Zweite der Weltcup-Gesamtwertung. Und Laura Dahlmeier hat ihre Sache gut gemacht. Nach einer kleinen Pause von Oberhof zurück in der Staffel von Ruppolding als Schlussläuferin eingesetzt. Gegen Daria Domracheva konnte sie heute nicht bestehen. Aber Rang 3 für Deutschland, das ist klasse. Nach dem Auftaktsieg in Hochfilzen, dem 10. Platz in Oberhof, heute wieder strahlende Gesichter im deutschen Quartett. Franziska Hildebrand ist die Erste, die gratuliert. Vanessa Hinz und Franziska Preuß, die anderen beiden, die diese Staffel vervollständigen. Also sie haben gezeigt, dass sie jederzeit das Potenzial fürs Podium haben. Und wenn da nicht dieses kleine Malheur passiert wäre bei Franziska Preuß beim Stehenschießen, die Strafrunde, dann hätten sie heute sicherlich auch um Platz 2 oder vielleicht sogar um den ersten Platz mitmischen können. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So, der undankbare vierte Platz für Norwegen. Tiril Eckhoff, also am Ende die glückliche gegenüber der Ukrainerin Valentina Semerenko, hat also die besseren letzten 2 Kilometer hingelegt. Tschechien gewinnt vor Weißrussland und einer starken deutschen Staffel auf Platz 3. Norwegen wird Vierte, die Ukraine wird Fünfte.